Willkommen zurück bei Lilly und Harveys neue Augen. Hier ist ein Geier, hier ist eine Sonnenuhr, hier ist Lilly, hier sind Knochen und hier sind Rauchzeichen. Irgendwo am Horizont. Und ich. Das dies. Werde antworten. Hallo. Brupp. Be right back. Fragezeichen? Help. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Garantiert, so muss es sein. Oha, da ist er ja. Wir können ihn sehen. Hallo, mit einer Feder. Und einem Tutorial. Alles klar. Helft dem Schamanen, zum Indianerfriedhof zu gelangen. Lilly kann leider nur 3 verschiedene Rauchzeichen machen. Mit den Pfeilen lenkt ihr den Schamanen an einer Klippe nach oben und unten. Mit dem Tunnelsymbol könnt ihr ihn dazu veranlassen, den Tunnel zu benutzen. Wie die Tunnel genau zusammenhängen, müsst ihr selber herausfinden. Aber so viel sei verraten. Jeder Durchgang führt zu genau einem bestimmten anderen Durchgang derselben Tunnelgattung. Findet ihr den Weg zum Ausgang? Alles klar, gar kein Problem. Yeah, cool. Okay, tun wir es. Hoch. Oh, achso, ja. Aber mal sehen. So. So. Ach da, alles klar. Hierher hindurch. Ah. Wir haben es ja schon geschafft. Tja, der Schamane sense. War schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Genau, sehr schön. Go, go, Lilly, go, go, Lilly, du hast es geschafft, da ist er auch schon. Oh, cool, Jean-Claude. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Oh, ist doch schön. Es sah aber... Dann nimm's mal mit. Jean-Claude ist immer gut. Jawohl. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Stimmt. Na ja, gut. Hallo, Herr Schamane. Mom, kurz AFK. Re. Okay. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Ja. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Windigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI, sie stinken bestialisch. Lol. Ja, for your interest. Okay. Rauchzeichen. Autovervollständigung. Meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Ach. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Aha. Mit einem Apache.
Ja. Der gute alte Apache. Okay, Waffe gegen Wendigos. Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Ja. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, Cancel. Cancel. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Naja, denn? Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Cool. Thanks auch. Ja, ein cooler Schamane. Ziemlich. Stranger Schamane. Ich habe mir ihn immer kleiner vorgestellt. Oh, Bibel. Hey, also so klein wie die. Na gut, ein Rezept. Aha, wir kriegen ja die Sachen nur auf Rezept. Ja, bejahend. Vielen Dank. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Kommen Sie näher. Ach, leider auch, wenn du die Sachen, die ich jetzt noch... Oder auf... Ozonex for Wendigo weg. Mit der Extra-Portion FCKW. Cool. Enthaarungscreme. Es sah nach aber... Jetzt weiß man ja leider nicht, was war jetzt das aus Versehen bestellte, aber das hier scheint ja... Ozonex for Wendigo weg. Mit der Extra-Portion FCKW. Hier bitte Enthaarungscreme. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Na gut. Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Lilly hatte sich klein. Das sagt er bei glühender Sonne und am Feuer. Na gut. Aber er hat ja irgendwie recht. Junkfood, Cashcar. Achso, da ist er drin. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Yay, Cash Cow. Die Cash Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Auch gut. Hallo, wirst du losgehen? Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner... Dann vergiss... Lilly hatte kein Interesse, aber dieser Weg konnte vielleicht... Ich werde... Und solange du hier rum... Gib dir... Ich habe, wenn du mehr in... Wenn du den... Er kommen... Meine Miene ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Guter Plan. Ah, jetzt kreis... Die Geier... kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Genau, und ich werde direkt teleportieren. Okay, ich darf trotzdem noch mal zurück. Wie schön. Und der gute Mann ist weg. Der Goldgräber. Na gut. Folgen wir ihm. Auf zur Goldmine. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Oh, okay. Aber einen schönen coolen Schwenk hat er da. Ich geh ins Versteck. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen.
Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Du solltest lieber nicht. Sie ist einsturz und dunkel wie... Wer weiß, was... Na gut. So, alles warm. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Oha. Na, reden wir mal mit ihm. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Hm? Da staunst du, was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Ja, das ist... Du brauchst erst gar nichts Komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Okay, alles kein Problem. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Genau, mit so einem Deo kriegt man den Gestank weg. Eine extra Portion Eiskaffee. Sehr gut. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Yep. Und er benutzt sie auch gleich. Das ist in Ordnung. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Ja, aber Frau Lilly ist nicht sicher. Da hatte Lilly ja was angerichtet. Gut, dass es hier keine Polkappen gab. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gern die Sonnencreme. Ich gebe dir dafür auch was. Sehr gut. Oh, es geht los. Schnell eincremen. Oha. Ja, denn? Schöne Scheiße. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Ja. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Ich hab's gewusst. Aber der arme Wendigo hatte halt auch nicht so ein dickes Fell, wie man gedacht hätte. Ah, der Jäger. Wir waren auf Wendigo-Jagd und nun haben wir den Jäger gefunden. Eigentlich ist Lilly dieser Jäger. Dämonenjäger. Demon hatte Lilly. Und sie ist direkt in Trance hier hingegangen, ohne dass der Polizist sie aufgehalten hat. Toller Polizist. Super. Das Gebäude gefällt mir nicht. Es sieht so aus, als ob ich verrückt bin. Oder Angst habe, wegen verrückt sein eingesperrt zu werden. Okay. Verbote. Gefährliche Orte betreten, wie dürfen. Ja, das wäre schwierig. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier. In Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Stimmt auch, weil vor mit den ganzen Kerzen. Sie hat eher aus dem spirituellen Ort für Miranda. Oh,
das wird schon. Ne? Fernrohr, Luft, deine Notiz. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Ja. Hi. Das bedeutet ohne ihre... Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schau mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskop-Taschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdülü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Ja, dort würde sie auch Garrett finden. Ja, auf jeden Fall. Ui, zieht's mir doch brav wieder zurück. Wir gucken durchs Fernrohr. Mal sehen, was wir finden. Wir können ja gar nichts hören. Aber wir sehen's. Alles klar. Können wir doch mal gucken. Der eine macht Kaugummiblasen, der andere erzählt. Okay, das ist schon in Ordnung. Die dürfen das. Offenbar. Ich gehe zum Wegweiser. Dann ins Dorf. Dann zum Friedhof. Ein Glück, Miranja ist noch da. Hallo Miranja, ich bin doch nicht tot. Bin zurück. Warte, ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mir denken können. Ja, meinte gleich. Hm? Was? Oh. Hallo Kleine, was hast du denn da? Ist das etwa... Was? Warte mal. Miranja war beschäftigt. Schade. Na gut, Miranja geht's gut. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Das Fahrrad auf. Das Fahrrad steht. Die Bar ist auch abgesperrt. Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich verschieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Lilly konnte jetzt nicht. Sie musste Garrett... Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Ganz genau. Garrett hockte noch immer tatenlos in den Büschen. Warum unternahm er nichts? Lilly musste ihn irgendwie kontaktieren. Also war es. Die Wärter hatten Edna tatsächlich... Lilly wollte die Pfleger lieber nicht aufs... Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich ist schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Ja, okay. Oh, der scheint mich gut auf mich zu sprechen zu sein.
Yeah. Freude. Oh. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Ja, bei ihr kannst du nicht landen. Endlich Amen. Konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Endlich konnte Lily Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Ist da jemand? Warte mal. Das haben wir gleich. Oh nein, sie werden Lily noch finden. Oh mein Gott. Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh oh. Das Phantom! Das Phantom! Ich hab's immer gewusst. Das ist ein guter Lily Punkt. Schaute den flüchtigen Wärter noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Okay. Lily konnte jetzt nicht gehen. Warum nicht? Na gut, gehen wir zum... Was? Lily entdeckte, dass der Anstaltsschlüssel noch hinter der Windschutzscheibe lag. Hoffentlich waren die Pfleger bei der Dosierung der Psychopharmaka nicht genauso fahrlässig. Aber echt. Wir klauen einfach lieber ein. Okay. Oh nein. Lily entdeckte da hoffentlich... Guck in den Kofferraum, da muss doch Edna sein. Na gut, holen wir uns den Schlüssel vor. Yay. Nein, Lily. Lily wusste nicht genau, wie man ein Auto benutzte. Aber sie würde es schon irgendwann noch herausfinden. Ach, selbst ein Haus. Guck in den Wagen. Irgendwo muss Edna sein. Lily konnte jetzt nicht. Na schön, dann eben zur Mauer. Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Ah, damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Okay, machen wir. Lily hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Nein, nein, geh nicht da hoch. Irgendwo muss ein Auto. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ja, klar. Machen wir sofort. Aber erst im nächsten Teil. Danke
fürs Zugucken und ja, die wartet hier also so noch ein paar Jahre. Also bis denn.